Michael Uhrmann, wenn es zu den großen Wettkämpfen auf den kleinen Schanzen kommt, dann bringt man deinen Namen, da gibt es irgendwie besondere Verbindungen, spätestens seit Turin und auch Vancouver, wo es knapp an der Medaille vorbeiging. Mit welchen Erwartungen gehst du jetzt hier auf die kleine Schanze? Ja, ich habe schon irgendwo mir Gedanken darüber gemacht, dass das auch hier so laufen könnte. Nur jetzt nach den ersten beiden Trainingstagen, muss ich sagen, tue ich mir sehr, sehr schwer. Am zweiten Tag jetzt heute war es schon ein Stück besser, wo ich siege, komme ran. Aber ich habe sehr viel Arbeit. Also ich tue mich schwer auf der Schanze. Und da muss ich die Konzentration absolut auf die Sprünge drauf legen. Die müssen um einiges noch besser werden die nächsten Tage. Was ist denn der Unterschied jetzt hier? Also warum tut man sich hier schwer? Ist es, weil es so keine richtige kleine Schanze ist, sondern irgendwas dazwischen? Oder was ist der Unterschied? Ja, es ist halt ein sehr steilen Anlauf und ich habe Schwierigkeiten, dass ich da richtig abdrücke am Tisch. Aber das sollte machbar sein. Also am ersten Tag habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Heute war es schon ein Stück besser, wo ich sehe, von dem Meter her, da fehlen noch, was weiß ich, 4-5. Aber die 4-5, die habe ich von gestern auf heute auch gemacht. Jetzt wird es natürlich immer schwerer, je weiter es geht. Aber ich muss schauen, dass ich mich verbessere noch. Und nur irgendwo ein Ergebnis brauche ich nach meinen Sprüngen bisher gerade. Okay. Wie ist es denn, es wird ja wahrscheinlich eine sehr enge Entscheidung geben, wie immer auf den kleineren Schanzen. Geht man da taktisch nochmal anders in den Wettkampf? Bleibt das Gleiche. Es ist natürlich so, dass die Telemark-Landung hier schon mitentscheidend ist. Das ist auf der großen Chance auch mitentscheidend, aber weil eben hier die Abstände enger sind, kommt es vielleicht eben nochmal mehr ins Bewusstsein, dass man darauf achtet. Im Endeffekt wird es ein sehr, sehr spannender Wettbewerb hier. Muss man schauen, was Bedingungen machen. Hinterher kann man vielleicht 10 Leute nehmen, die zu den Medaillen anwärter können. Und jetzt hattest du ja Vikersund ausgelassen, das Ski fliegen und dann separat vorbereitet, auch eigens auf kleine Schanzen? Ja, wir haben die letzten Sprünge in Oberstdorf gemacht, auf der großen. Ich bin vorher mal Kleinschanze gesprungen. Das Auslassen in Vikersund ist eigentlich daher begründet, weil ich zu Saisonbeginn ziemliche Schwierigkeiten gehabt habe und wirklich am Rödeln war, um irgendwo das aufzuholen und eine Rolle zu spielen in dem Winter. Und ich habe da schon Kraft lassen und war dann sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Und ich wollte einfach das bisschen mehr Zeit noch haben, um mal durchzuschnaufen. Und ich denke, dass der Weg, den wir gewählt haben, so okay war. Aber jetzt heißt es die nächsten 2 Tage hinaus machen. Okay, viel Glück dabei, dass am Wochenende eine Medaille am Hals baumelt. Das wird schwer. Danke. Okay, ciao.